Liebe Beschäftigte, liebe Pflegekräfte, liebe Streikenden, das Wichtigste zuerst. Ihr habt einen verdammt harten Knochenjob, einen verdammt wichtigen Job gemacht in der ganzen letzten Zeit. Ihr habt ein Recht auf Entlastung, auf bessere Bezahlung und ihr habt ein Recht auf Streik. Und ich bin fassungslos über das, was gerade eben passiert ist. Ihr habt ein Recht zu streiken und es kann nicht konterkariert werden. Wir haben heute Morgen noch das, wir haben gerade eben zum Hörer gegriffen, denn auch wir sind hierher gekommen in der festen Annahme, dass dieser Streik legal ist. Und wir haben gerade eben telefoniert. Ich kann euch sagen, der Finanzsenator telefoniert gerade eben jetzt mit der Klinikleitung und versucht, das zurückzudrehen. Bleibt bitte hier. Wir werden diesen Streik durchziehen. Es ist aber auch schon das Gezerre um die Notdienstvereinbarung in den ganzen letzten Tagen unwürdig gewesen. Wir haben deswegen letzten Mittwoch im Koalitionsausschuss von den zuständigen Senatorinnen der SPD eingefordert, dass sie Druck machen auf die Klinikleitungen, dass eine angemessene Notdienstvereinbarung zustande kommt. Nicht nur, weil ihr ein Streikrecht habt, sondern weil ihr und die Patienten ein Recht darauf haben und weil ihr verantwortungsvoll mit den Patientinnen und Patienten umgeht. Und genau deswegen braucht es eine Notdienstvereinbarung, da darf keine Zeit verschludert werden. Ich werde, wenn ich hier mit meinem kurzen Statement fertig bin, mich auch sofort wieder ans Telefon klemmen und wenn es was Neues gibt, dann sage ich nochmal Bescheid. Deswegen macht diesen Streik hier weiter. Ihr haltet euch sowieso an alles, was verantwortlich ist und ihr habt ein verdammt gutes Recht darauf. So. Und jetzt. Und jetzt trotzdem nochmal zu dem, warum wir eigentlich hierher gekommen sind. Wir stehen dazu, wir Grünen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und deswegen darf es kein Outsourcing geben, das der Tarifluft und dem Lohndumping dient. Und deswegen stehen wir dazu, dass wir eine Reintegration der Töchter der Vivantes wollen. Ja, und wir wollen eine TVÖD für alle Beschäftigten. Ja, ja, klar. So, ich setze fest darauf, dass in den nächsten Tagen und in dieser Legislatur noch was passiert. Aber ich sage euch zugleich, denn das ist das, was ich tatsächlich versprechen kann. Wenn ich regierende Bürgermeisterin werde, gehört das zu den ersten Gesprächen, die ich führen werde, zu den ersten Sachen, die ich angehen werde. Euer Vorschlag, einheitliche Mindeststandards direkt mit den Praktikern vor Ort zu verhandeln, ist vernünftig und richtig. Und natürlich seid ihr die Expertin in eigener Sache und gehört mit an den Verhandlungstisch, wenn es darum geht, Mindestpflegestandards direkt hier vor Ort konkret auszuhandeln. Das muss passieren und wir können bei all dem, was besser werden muss, auch nicht auf den Bund warten. Wir müssen die Dinge auch hier vor Ort in Berlin klären. Das habe ich euch schon gesagt, als ich vor dem Urban-Krankenhaus gesprochen habe und das sage ich auch wieder, dazu stehe ich. Alles, was in Berlin machbar ist, ohne die Tarifautonomie zu gefährden, müssen wir hier machen und werden dabei nicht auf den Bund warten und auch nicht auf den Bund verweisen, um uns hier selber aus der Verantwortung zu stehlen. Gleichzeitig bleibt es aber richtig, dass wir auch größere Veränderungen brauchen. Wir müssen wegkommen von der Profitmaximierung im Gesundheitssystem, die Politik seit Jahren dem Gesundheitssystem überhilft. Das muss man ja der Ehrlichkeit halber auch mal dazu sagen. Das heißt, wir müssen weg von einer Berechnung nur nach Fallpauschalen. Wir brauchen eine Personalbemessung, die sich am realen Bedarf orientiert. Das muss das große Ziel sein, damit nicht jede Klinik, alle Beschäftigten, alle einzelnen Kliniken einzeln streiken müssen. Und auch dafür werden die Grünen im Bund und werde auch ich mich als Bürgermeisterin einsetzen, dass wir zu diesen großen Strukturreformen endlich kommen, weil uns die Pflege was wert ist. Und ich sage euch, es kann kein weiter so geben. Ihr habt lang genug hier tatsächlich Zeit verschwendet mit Verhandlungen nur über die Voraussetzung für den Streik, nämlich eine Notdienstvereinbarung. Ich erwarte und wir werden weiter Druck machen, dass diese Verhandlungen mit den kleinen Klinikleitungen jetzt sofort beginnen. Und wenn es sein muss, dann eben mit einer Weisung. Vielen Dank euch.